Das Alpsteingebiet bei Wildhaus bietet sich für das Einklettern im Frühjahr an. Startpunkt für unsere ersten Touren ist die Alpe Laui. Wir wandern über Almwiesen zum Klettergarten Stoß respektive zum Sektor Familienroute und Sektor Gandor. Die Zustiegszeit beträgt gut eine Stunde. Der Klettergarten Stoß weist Wandhöhen von gut über 40 Meter auf. Die Kletterei spielt sich vielfach an Wasserrillen ab. So auch an der Route Lauf zu im Sektor Gandor, die wir für heute ausgewählt haben. Und 4C Wasserrillen zum Saisonauftakt wollen erst einmal geklettert werden. 4C ist immerhin ein UIAA 5er. Die Absicherung ist gut, typisch Schweizer Plaisir, trotzdem muss man hier zwischen den Haken ein bisschen klettern. Da vergisst du alles andere um dich herum. Na, da fehlt mir noch jegliche Souveränität im Moment. Ist die 4C Einstiegsseillänge erst einmal geschafft, wird es etwas gemütlicher. Es folgt eine 4B, eine 4A und eine 3B Seillänge. Dann heißt es noch einmal etwas zupacken. Wir verlassen die typischen Wasserrillen für einen etwas steileren 5C Aufschwung. Hier wäre unsere Route eigentlich schon zu Ende, nachdem es aber ruhig ist und wir niemanden stören, hängen wir noch die 3B Ausstiegsseillänge der Gandor mit an. Abgestiegen wird durch Abseilen, was in dem geneigten Gelände etwas mühsam ist. Als Schlüsselstelle beim Zustieg und beim Abstieg haben sich die Kühe auf den Almweiden erwiesen. Das ist jetzt Sitzblockade, nennt man das. Unser Ziel für den zweiten Tag ist die sonnige Schattenwand. Genau. Dafür starten wir diesmal auf dem Weg von der Alp Laui nach links und wandern über teilweise wegloses Gelände relativ steil über Almwiesen in circa 1,5 Stunden zur Wand. Und die Kuh lauert schon wieder auf unvorsichtige Wanderer. Die Routenwahl fällt auf das Schneewittli, die sich ganz rechts an der Wand befindet, da wir hier ohne Schneefeld einsteigen können. Aber es wäre abgesichert. Die Wand ist hier stärker von Grasbändern unterbrochen. Diese stören, zumindest im trockenen Zustand, die Kletterei jedoch nicht so sehr. Die erste Seillänge war mit 4B bewertet. Die zweite Parallelroute. Es folgen zwei 4C-Seillängen, wobei besonders die dritte Seillänge sehr schöne Kletterei bietet. Rechts vom Schneewittli befindet sich die Route 1000 Füßler, die nicht im Kletterführer Plaisir Ost enthalten ist, sich jedoch in etwa im gleichen Schwierigkeitsgrad und bei gleicher Absicherung abspielt. Die Ausstiegslänge vom 1000 Füßler ist mir sogar sympathischer, da diese etwas leichter ist. Ich hätte hier auf eine 5B getippt.
Und ja, da hängt eine Panik-Express an meinem Gurt. Auch bei dieser Route kommt man wieder abseilenderweise zurück zum Wandfuß. Beim Abstieg ist wieder Vorsicht angesagt. Kuhfladen sind recht rutschig.